Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Wir befinden uns hier im geothermischen Kraftwerk. Hier laufen Roboters durch die Gegend und wir sind gut bewaffnet, um gegen diese klar zu kommen. Da solche komischen Wachposten wie hier. Wir testen gerade unsere Waffe gegen diese Roboter. Ich muss aufstehen zum Handeln, ey. Und wir verkaufen erstmal ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Sturmgewehr. So. Ja, das langt erstmal. Wie viel Gewicht habe ich auf dem Rippen? 51, ja, easy. Halt's Maul da hinten. Test, 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 Test. Hat funktioniert. Irgendwas schießt hier auf mich. Damn. Okay. Ah, der verbrennt langsam. Alles klar. Ich habe keine Gesundheitsregeneration mehr. Wir sollten... Ah, jetzt habe ich auch schon gegessen. Das andere wäre Verschwendung. Wir gucken einfach mal, ne? Kann ja nicht schaden. Klettern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon da hochklettern will. Kleiner Test mit unserer Shoddy. Mal gucken, ob die es bemerken, wenn ich sie anschieße. Ich vermute fast schon, ja. Das wäre dumm, wenn nicht. Da hinten ist unser Ziel. Ich will ja noch nicht zum Ziel, ne? Wir laufen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Und sammeln ein bisschen Zeug. Mind your head. Ja gut, so groß ist, glaube ich, keiner. Der Kollege? Ich mach dich kaputt, Kleiner. Bäm! Keiner gehört. Ich werde auf jeden Fall das Jagdgewehr noch mal ein bisschen aufpimpen. Oh, hallo, Terminal. Und dann gucken wir mal, was wir damit so erreichen können. Sturmgewehr. Tür aufschließen. Persönliche Daten. Was für eine Tür? Achso. Ja. Warnung, diese Einrichtung befindet sich im abgeregelten Modus. Autorisierungscode erforderlich. Oh, akzeptiert. Cool. Zugriff auf persönliches Protokoll 79. Geothermiekraftwerk Sicherheitsstation. Persönliche Protokolle S. Tanaka, Sicherheitschef. Chester Higgins schon wieder, dieser Dickkopf. Hab ihn dabei erwischt, wie er an einer Robotereinheit rumgefuscht hat. Also musste ich ihn wegen Beschädigung von Konzerneigentum melden. Nur falls ich diese Notiz hier ein paar Tage später erneut lese, soll ich daran erinnert werden, dass ich ihn bereits verwarnt hatte. Er hatte schon immer ein wenig krumme Gedanken. Er hat sich mit einem der Logikmodule beschäftigt, habe es konfiziert. Ich belasse es bis auf Weiteres unter Verschluss. Chester Higgins? Ist das der Typ, den wir hier kennen? Ludwig Miller, nein. Okay, alles klar. Protokoll 87. Fühle mich unwohl in meiner Haut. Der Konzern tauscht nach und nach alle Wachen mit Robotereinheiten aus. Wenn das so weitergeht, habe ich bald keine Leute mehr, denen ich als Chef der Werksicherheit dienen kann. Nur eine kleine Armee von Robotereinheiten, die herumschwirren und ihre Waffen gezückt halten. Der Konzern meint, sie wären sicher, sind programmiert, uns Menschen wie die ihre zu behandeln. Im Gegensatz zu uns Menschen werden die Robotereinheiten auch nie müde. Ich weiß nicht so recht. Ich fühle mich unwohl in meiner Haut, aber der Konzern hat sich bisher noch nie geirrt. Daher wird das schon passen. 98. Ernstfall ist eingetreten. Robotereinheiten sind durchgedreht, haben mich hier eingeschlossen, sammle gerade meinen Mut. Werde versuchen, zum Kontrollraum zu sprinten, kann von da vielleicht alles lahmlegen. Werde diesen Eintrag nach meiner Rückkehr löschen. Grüße, Sicherheitschef S. Tanaka. Diese automatische Nachricht wurde durch die Spacer's Choice Arbeitssicherheit Notfallprotokoll eingeleitet. Abgeriegelter Modus wurde initialisiert. Dies ist keine Übung. Dein Handeln während der Abriegelung wird in deinem Quartalsbericht untersucht. Unbehagen ist ein typischer Nebeneffekt lebensbedrohlicher Situation, der durch eine solche Abriegelung hervorgerufen wird. Bekämpfe dein Unbehagen mit einer eiskalten Flasche Zero-G-Brew. Zero-G-Brew, damit dein Leben nicht immer nur bierernst sein muss.
Okay. Nette Leute hier. 4. Schlüsselkarte. Okay. Wir können auch eine Schlüsselkarte vom Sicherheitschef suchen. Arbeitsbekleidung. Nahkampfwaffenfähigkeit. Na gut, weg damit. Modifizierter Powerhelm. Ja, gut. Gibt mir keine Bonis. Will ich hier hin? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe ja kein Leben. Und die Waffe ist doch nicht so gut gegen Roboter. Ja, behalten wir die. Okay, Mr. Roboter-Wacheinheit. Bam. 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 Kritisch. Ja, komm. Wir ziehen uns was zu essen rein. Sonst verschwende ich das Zeug nie. So. Natürlich die Lebensregeneration. Komm. Heile mich. Ja, aber was ist denn hier? Wieso heile ich mich nicht? Verliere ich Leben? Bin auf jeden Fall durstig. Mal wieder. Was kann man denn noch so schönes essen? Ich will aber keine Scheiße essen. Das können wir umsonst knacken. Niemand hier? Ist das Mensch ärgerlich nicht? Nein. Oder? Das ist ein ganz seltsames Spiel. Soll wahrscheinlich Mensch ärgerlich nicht darstellen. Nachrichten von Spacer's Choice. Guten Tag, hiermit informieren wir dich informell über unser Missfallen deines Führungsstils der Emerald Vale Geothermie-Kraftwerks aufgrund des Überschreitens des Mitarbeiterbudgets im letzten Quartalsbericht. Wählen umgehend 5, in Klammern 5, Untergebene zur sofortigen Entlassung. Kontaktiere außerdem unser Büro, um schnellstmöglich deine offizielle Abmahnung zu terminieren. Solltest du uns nicht kontaktieren, führt dies zu einer offiziellen Abmahnung. Es. Kontaktiere außerdem unser Büro, um schnellstmöglich deine offizielle Abmahnung zu terminieren. Wieso terminieren? Ist das nicht auszuschalten, zu entfernen? Naja. Die Spacer's Choice Familie möchte dich eindringlich darauf hinweisen, dass die Arbeit für Spacer's Choice kein Recht, sondern ein Privileg ist. Von Jay Braden. Abmahnung nicht vonnöten. An die hochverehrten Mitglieder des Emerald Vale Komitees für Entwicklung und Kontrolle. Ich hoffe, ihr alle seid weiterhin reich und gesund. Euer letzter Brief hat mich veranlasst, nicht weniger als 5 Untergebene, die mir keinen plausiblen Grund zur weiteren Anstellung nennen konnten, zu identifizieren und umgehend zu entlassen. Ich möchte das Kontrollkomitee daran erinnern, dass das Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk weiterhin darauf bedacht ist, die gesamte Region mit günstigen und kosteneffizienten Strom zu versorgen. Während der Rest von Emerald Vale sein Produktions- und Leistungssoll verfehlt hat, da dies insbesondere unsere Agrar- und Fischfang- bzw. Konservenressourcen nicht ansatzweise profitabel aufgestellt sind. Mit freundlichen Grüßen, Juno. Was sind da alles für Wörter noch, ey? Guten Tag. Wir haben die Behauptung, dass die Region Emerald Vale nicht profitabel wirtschaftet, eingehend untersucht. Unsere Ergebnisse decken sich. Agrar- und Fischfang bzw. Konservenresorts fallen stetig, während das Emerald Vale Geothermiekraftwerk einigermaßen profitabel ist. Unsere Mitarbeiter suchen derzeit nach Wegen, weitere Kosteneinsparungsmaßnahmen umzusetzen, um die Vorgänge des Geothermiekraftwerks zu streamlinen und effizienter zu gestalten. Bitte bereite dich darauf vor, dass das Spacer's Choice Komitee für Entwicklung und Kontrolle das Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk einem erhöhten Versicherungsschutz ausgesetzt wird. Das Komitee möchte dich darauf hinweisen, dass ein solcher Versicherungsschutz ein Standardprozedere darstellt. Versuchen Sie nicht, diese Entscheidung zu
deuten, zu interpretieren oder andersweitig in Frage zu stellen. Wir haben als besondere Aufmerksamkeit ein Team aus Maschinenbauspezialisten in das Emerald Vale Geothermiekraftwerk entsandt. Dieses Spezialistenteam wurde angewiesen, die Robotereinheiten des Kraftwerks aufzustocken und abzugraden. Vollkommen kostenfrei. Und so ist es passiert. Ich verstehe. Tja, so ist das, wenn man andere verpetzt, Leute. Nicht petzen. Es ist nicht gut. Ein bisschen Energiezelle. Noch mehr Zeug zum Verkaufen. Ich freue mich. Ah, hier hätten wir hochklettern können. Dann wären wir auch hier gelandet. Okay. Hallo? Ja, toll, jetzt muss ich immer in Schubladen gucken. Danke, Spiel. Jetzt habe ich eine Zwangsstörung. Mehr war hier nicht. Ich wollte doch die Chefkarte haben. Ah, der hatte sich doch in den Räumlichkeiten hier versteckt, oder nicht? Ist seine Leiche noch hier? Nö. Keine Leiche hier. So, aber was war da hinten jetzt? Wieso bin ich abgeschweift? Ich weiß es nicht. Bin ich zurückgelaufen? Hier führt mich meine Aufgabe hin. Ich will mich aber noch umsehen. Obwohl, hier wird noch die andere Aufgabe sein, ne? Hier die... Stirb, Roboter, stirb. Ah, dafür müssen wir hier hingehen. Alles klaro. Hört auf, Geräusche zu machen, ihr kleinen Viecher. Benutzt sie. Haha, man bist du leicht auszutricksen. Hört auf, euch zu bewegen. Oh, ich dachte, ich bin tot. Kleine Schrecksekunde. Mit Modul. Halskette. Nein, gib mir diese Schlüsselkarte. Ich will da rein. Pneumatischer Kolben. Bringt mir leider auch nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Vielleicht habe ich Strom angeschaltet. Keine Ahnung, ob ich was Gutes oder was Schlechtes gemacht habe. Hoffentlich kommen hier keine Bots rein, wenn ich hier jetzt drauf gehe. Zugriff auf Reparaturbericht 12. Mechanikerbericht 12. Konzernleitung hat ein Technikteam geschickt, um unsere Robotereinheiten komplett zu überarbeiten. Jede Drohne, jede Wacheinheit. Es steht mir ja eigentlich nicht zu, aber läuft das nicht eher gegen die Mission von Spacer's Choice? Die Bude hier so kostengünstig wie möglich zu managen? Für den Fall einer Überprüfung bin ich natürlich äußerst stolz, Teil der Spacer's Choice Familie zu sein. Spacer's Choice ist die Nummer 1 für günstigen Ter in ganz Halcyon. Spacer's Choice ist immer die beste Wahl. Alles klar, Schleimer. Hab gerade eine Routine-Durchsicht unserer Wacheinheit hinter mir. Hab dabei ein paar seltsame Modifikationen in ihren Logikmodulen festgestellt. Konnte bisher noch keine komplette Analyse durchführen, deshalb weiß ich auch nicht, was genau modifiziert wurde. Ich weiß nur, dass diese Modifizierung bei einem der neuen Upgrades aufgespielt wurde. Der Konzern hat vor einigen Wochen jede einzelne Robotereinheit im Kraftwerk komplett überarbeitet. Das haben wir wohl den extra einbestellten Technikern zu verdanken. Hab direkt einen Bericht abgeschickt. Aber mein Vorgesetzter meinte, ich sollte mich nicht weiter darum kümmern. Meinte nur, der Konzern wisse schon, was er tut. Hat mir aufgetragen, die Sache komplett zu vergessen. Hab auf eigene Faust ein wenig rumgeschnüffelt. Hab mir so ein Logikmodul besorgt. Zeit für ein paar eigene Experimente. Ach, das war Higgins.
So, Higgins. So ist das also passiert. Darum hast du sie versucht zu manipulieren. Na gut, gucken wir noch, was wir hier an Knöpfchen drücken können, die uns... Also es ist auf jeden Fall die Energieversorgung. Leichtes Maschinengewehr. Schlüsselkarte des Sicherheitschefs von GTM, ja. Ah, okay, so hätte ich es auch bekommen können. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Versperrt. Warum auch immer. Ich habe ein bisschen Angst um mein Leben. Aber ich habe auch einfach keinen Hunger. Jetzt bin ich hier. Okay. Aber wenn ich jetzt zurücklaufe... Ach nee, weißt du was, das machen wir später. Wir müssen ja eh dahin. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist halt mein Konsum von den Medikits. Das könnte noch böse enden. Ach Higgins, du lebst noch. Schön. Wie hast du hier überlebt? Würde ich mich jetzt mal brennend interessieren. Wieso Phantom? Da hinten ist eine Tür. Ach, hier geht's auch noch lang. Nee, von da kommen wir, oder? Keine Ahnung, Orientierung ist für den Arsch. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Andere Richtung. No, just leave me alone. Hey, ich bin schon weg. Keine Sorge. Oh. Hier komme ich kostenfrei rein. So, liebe Werkstatt, was kann ich hier machen? Reparieren? Ja, ich müsste erstmal meine Sachen, glaube ich, verkaufen. 94%, 74%. Ich glaube, wenn ich das hier repariere, wäre das von Vorteil. 32%, Junge. So. Die Waffenteile sind echt rar. Ich sollte echt überlegen, ob ich die Waffen nicht doch lieber teilweise erstmal auseinanderbaue. Damit ich erstmal ein bisschen eiserne Reserve habe, ne? Und ich würde wirklich gerne mal diese Waffe hier testen. Jetzt, wo hier gerade kein Gegner da ist. Nein. Alter. Nein. Oh doch, das war sie doch. Oh. Houston, wir haben ein Problem. Get away! Die Tür ist bestimmt abgeschlossen, oder? Nee, ist sie nicht. Nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Alles klar, das heißt, du kommst weg. Stattdessen die Schrot. Oh, ich hasse es so sehr. So. Ja, jetzt haben wir eine gute Handfeuerwaffe. Und noch gratis Zeug. Oh, sehr liebenswürdig von euch. Ich wette, das ist tödlich. Ja, wieso es gebrannt hat, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich heiß. Oh. Whatever. Wir machen es einfach mal. Gott, ist das hier verwirrend. Scheiße, hier sind viele. Tschüss. Ah, sie haben die Tür aufgemacht. Ah. Scheiße, verwirrend. Oh. Das ist nicht gut. Junge, erschreck mich doch nicht so. Investigating.
Achtung. Hey. Ist am Arsch, mein Freund. Das war uncool. Als wenn ich darauf reinfallen würde. Technik. Kann ich nicht. Ich habe nicht genug Technik. Was war das? Nehme ich mit. Oh Gott, ich brauche Trinken. Dringend. Ah. Ich habe ja normales Wasser gekauft. Was war das, das hier? Nein. Kohlenhydrate. Es ist ja Soße. Das müsste ja eigentlich Wasser geben. Okay. Versuchen wir es nochmal. Hehe. Schieß dir deine Waffe weg, Junge. Die Waffe ist gut. Nicht schlecht. Also bisher muss ich sagen, läuft's gut. Also vom Blut her, was ich alles so bekommen habe. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Das heißt, du brauchst die Sachen nicht, ne? Irgendwelche Maschinen, die ich nicht kenne. Geil. Ist da noch irgendwas zu looten? Hier in der Ecke vielleicht? Haha. Gyroscope. Ich bin der Loot Master, Freunde. Ich weiß, wo der Loot versteckt ist. Ich kenne die Gehirne der Entwickler. Ist eine seltsame Leiter hier. Vor allem auch eine nutzlose, hä? Achso. Was bringt das denn, die Leiter hier hoch zu klettern? So, so, Abkürzung, ja? Ja? Jetzt sind wir wieder hier. So, das Logikmodul von Higgins. Jetzt müssen wir nur irgendwie Higgins befreien. Damit er uns Geld gibt. Ich meine, Nächstenliebe. Ich und Nächstenliebe, ist klar. Kannst klicken. So, das sieht übrigens auch nicht gut aus. So, wie kommen wir jetzt an Higgins ran? Das ist hier die Frage. Du bist ja schon an. No, 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 just leave me alone. Von wo kommt das? Von doch weiter unten? Ich wette, da ist so eine kleine Billo-Kakerlake. Und da hat er. You're not real. You're not real. Oh oh, ich sehe Dinge, die mir nicht gefallen. 39%. Na gut, dann gehen wir erstmal noch weiter runter. Ja, ich höre hier so ein kleines Viech. Was ist los, Higgins? Hast du Loot für mich? Einschlaghammer. Hm. Rein theoretisch kann ich jetzt einfach weggehen, ne? Ich habe ihm seine Waffen genommen. Alles ist gut. Maschinenbauhandbuch Band 3. Get away! What the fuck? Ist das hier? Codex? Gibt's einfach zu viele. Medizinische, ja gut. Was habe ich da aufgehoben? Da. Die jungen Spacers Leitfaden zum Maschinenbau Band 3. Ein sehr trockener Einstieg in den Maschinenbau. Publiziert von Spacers Choice. Dieser Band beschreibt die Nutzung und Wartung von Rechenterminals. Aber warum? Warum bekomme ich das? Naja. You're not real. You're not real.
Get away from me, Phantom! Shoot! Scram! Ich wollte dich nicht erschrecken. Die meisten Leute sehen mich nicht kommen. Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. No arguing with the Phantoms. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Er hat die Ratten gefressen. Ich verstehe. Du isst Sprats? Of course. Sprats are an excellent source for my daily recommended intake of mercury. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Langsam zurückweichen. was ist eigentlich deine Aufgabe? Nee, wie lange bist du schon hier unten? Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Seit 3 Wochen und schon immer hier unten. Ja, und was machst du hier? Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Du warst Ingenieur? I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Dieser Ort sieht so aus, als wäre er schon vor langer Zeit verlassen worden. Was ist passiert? Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Du wurdest nicht getroffen? I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Okay. Du warst also die ganze Zeit hier unten. Wieso bist du nicht verhungert? Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Die Ratten. Ist ja ekelhaft. Well, yes, for the uninitiated palate. A true gourmand appreciates the Sprat's complex melange of flavors. Braised, boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Was hier passiert? Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Ja gut, das kennen wir ja schon. I was on clean... Wenn du mit diesen Robotereinheiten gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten kann. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Das ist der zweite Verrückte. Einschüchtern oder du hilfst mir und ich verfüttere dich nicht an die Sprats. Du hast die Wahl. Überzeugen. Mit den Robotereinheiten kann ich schon umgehen. Schließlich bin ich weiter. Okay, gut, wir nehmen natürlich die zwei. Ach, kann ich gar nicht, ist auch gesperrt. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Die Roboter-Einheiten folgen den Befehlen ihrer Logikmoduls. Jemand hat sich daran vergriffen. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Okay. Meint ihr, die Quest schlägt fehl, wenn ich ihn erschieße? Der hat nichts dabei gehabt. Na gut, danke fürs Zeug. Okay, so. Dann latschen wir mal wieder hoch.
Frage ist nur, wie können wir, oder auf was können wir die Roboter noch einstellen? Es muss ja nicht damit enden, dass wir sie freundlich machen. Ich kann ja aber sagen, hey, zerstör mal die ganze Welt. Oder seid meine Diener, kommt auf mein Schiff. Zum Bleistift. So. Übergang zur Region Emerald West. Ludwig Miller, ach so. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee war. Ach so, ich habe schon die Robotereinheiten umprogrammiert. Wann das denn? Hab's getan. Na gut. Miller, ich komme später zu dir. Wir arbeiten auf jeden Fall mit Reed Thompson zusammen. Okay. Ach, wir konnten wahrscheinlich die Robotereinheiten nicht umprogrammieren, weil sie alle tot sind. Kraftwerkstatus. Arbeitet mit 22%. Okay. Warnung, Sicherheitsmodul ausgelöst. Moderate bis schwere strukturelle Schäden sehr wahrscheinlich. Umleitung des Stroms ist unumkehrbar. Ja, Edgewater natürlich. Alter. Aber kein Scheiß hier! Ich hab mich erschrocken. Wo nehmen wir eigentlich die ganze Heilung immer her? Ich habe das Gefühl, wir kriegen mehr Plus als Minus. Ja, cool. Ach, es gibt hier noch einen Seitenausgang. Und jetzt geht's los. Noch mehr Tragelast, Leute. Noch mehr Tragelast. Wir können so viel tragen, wie wir wollen. Ah, ja. Das ist genau mein Ding. Ja, wir haben nette Waffen bekommen. Alles super. Vorteile können wir auch. Okay. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Schleichen hochkriegen. Wegen Taschendiebstahl. So. Schwachstellen durch hinterhältige Angriffe, 20%. Hinterhältige Angriffe ignorieren 50% der Rüstung des Ziels. Das ist cool. Okay, dann. Schrecken, Flächeneffekt. Lauftempo erschrockener Kreaturen. Schrecken, Chance für Kreaturen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Was haben wir denn hier? Feldreparatur. Repariert ja deine Waffe und deine Rüstung im Inventar. Zerlege Waffen und Rüstung für eine Chance. Okay, ja gut, weißt du was? Wir packen hier einfach noch ein bisschen was rein. Das passt schon. So, Vorteile. Tragekapazität. Jetzt können wir 150 tragen. So, die Frage ist, machen wir jetzt einen Teleport oder laufen wir rüber? Aber wenn wir rüberlaufen, können wir noch querfeldein irgendwie noch ein bisschen erkunden, ne? Kann ja nicht schaden. So, gucken wir mal, was uns hier auf dem Weg noch erwartet. Aber Freunde, ich sehe gerade, die Folge hat ein Ende. Wir sehen uns dann morgen wieder und dann zu einer frischen neuen Folge. Und dann gucken wir mal, was es da so Schönes gibt. Ich freue mich, dass ich jetzt stark genug bin zum Erkunden. Es hat halt noch gefehlt. Das ist ein bisschen erkunden noch. Nice. Haut rein. Ciao.